Wenn wir im Einheitskreis ein rechtwinkliges Dreieck einzeichnen, dann entspricht der x-Koordinate jedes Punktes auf dem Einheitskreis dem Kosinus und der y-Koordinate dem Sinus. Wir können auch den Tangens einzeichnen, dann müssen wir das rechtwinklige Dreieck strecken, so lange bis die Ankathete gleich dem Radius des Einheitskreises ist. Dann ist die Strecke AB gleich dem Tangens. Wenn wir jetzt den Winkel langsam vergrößern, können wir im ersten Quadranten des Einheitskreises den Kosinus und den Sinus von 0 bis 90 Grad ablesen. Wir können den Winkel aber auch auf Werte über 90 Grad ausweiten und bewegen uns dann in den zweiten, dritten und vierten Quadranten des Einheitskreises. Wir erhalten dann periodische Funktionen für Sinus, Kosinus und Tangens. Die x-Koordinate eines Punktes auf dem Einheitskreis entspricht dem Kosinus, die y-Koordinate entspricht dem Sinus. Also ist im ersten Quadranten sowohl Kosinus als auch Sinus positiv, im zweiten Quadranten wird der Kosinus negativ, im dritten Quadranten werden Kosinus und Sinus negativ und im vierten Quadranten ist der Sinus negativ. Danach beginnt die Periodizität von vorne. Sinus eines Winkels x plus 360 Grad mal k ist gleich der Sinus dieses Winkels x. Aus dem Einheitskreis ergibt sich, dass Sinus minus x gleich minus Sinus x ist. Der Sinus ist also punktsymmetrisch. Die Punktsymmetrie ergibt sich selbstverständlich auch für x gleich Pi, x gleich 2Pi und so weiter. Der Sinus von Pi halbe minus x ist gleich dem Sinus Pi halbe plus x. Entsprechend ergibt sich eine Spiegelsymmetrie bezüglich einer Senkrechten zu 1/2 Pi. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für 3/2 Pi und so weiter. Beim Kosinus ergeben sich entsprechend eine Achsensymmetrie zur y-Achse bzw. zu Senkrechten bei x gleich Pi, 2Pi und so weiter. Minus 1/2 ergibt sich beim Kosinus von 120 Grad und bei 240 Grad. 1/2 Wurzel 2 ergibt sich für den Sinus von 45 Grad, aber auch von 135 Grad. 1/2 Wurzel 3 ergibt sich für den Kosinus von 30 Grad und 330 Grad. Und minus 1/2 Wurzel 3 ergibt sich für den Sinus von 240 Grad und 300 Grad. Häufig werden die Winkel im Bogenmaß angegeben. Zur Erinnerung, ein Vollwinkel 360 Grad sind im Bogenmaß 2Pi, ein gestreckter Winkel 180 Grad sind Pi und ein rechter Winkel sind Pi halbe. Der Funktionswert des Sinus wiederholt sich nach 360 Grad oder 2Pi. Wir können also sagen, Sinus von x plus 360 Grad mal k ist Sinus von x. Im Bogenmaß Sinus von x plus 2Pi mal k ist Sinus x. K ist ein Element der natürlichen Zahl. Der Kosinus hat die gleiche Periodizität. Kosinus x plus 360 Grad mal k ist Kosinus x. Kosinus x von 2Pi mal k ist Kosinus x. Die Periodizität des Tangens hingegen beträgt nur 180 Grad. Es gilt Tangens x plus Pi mal k ist gleich Tangens x.